Mein Name ist Johannes Voitzig, ich bin 57 Jahre inzwischen, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne und meinen Lebensmittelpunkt habe ich in Neumarkt in der Oberpfalz. Wie Sie wahrscheinlich hören können, stamme ich nicht aus der Oberpfalz, ich stamme aus Bochum, ich bin dort aufgewachsen und habe auch meine berufliche Karriere dort begonnen. Als Schlosser in der Ausbildung bei Friedrich Krupp habe ich gelernt, was Solidarität bedeutet. In den Arbeitskämpfen des Stahlbereiches war ich stark mit engagiert. Später habe ich dann berufsbegleitend auf der Abendschule meinen Techniker gemacht und bin dann aus der Stahlindustrie rausgewechselt in die Automobilzulieferindustrie. Das hat mich dann auch nach Neumarkt geführt, wo ich dann heute die Abteilungsleitung für eine Entwicklungsabteilung in dem Bordnetzbereich anführe. Meine politische Motivation zu kandidieren war hauptsächlich, dass ich festgestellt habe, dass im Deutschen Bundestag verhältnismäßig wenig kleine Angestellte, Arbeiter oder Leute mit gewerblichem Hintergrund vertreten sind. Diese Situation und deren Interessen würde ich gerne verändern und würde sie auch gerne mit beeinflussen. Dafür kandidiere ich. Herr Voitzig, Gerhard Schröder, Steinmeier und auch Peter Hartz haben mit viel Risikobereitschaft die Arbeitsmarktreformen durchgesetzt. Viele Wirtschaftsexperten sagen, dass unsere Wirtschaft deshalb so gut ist aktuell und viele Krisen bestehen kann. Sie kritisieren aber die Agenda 2010. Sie sagen, das muss korrigiert werden, sprechen unter anderem die befristeten Arbeitsverträge an. Worin lagen da genau die Fehler und was muss sich ändern? Also die Situation, die wir mit den Hartz-IV-Gesetzen hatten oder mit den Hartz-Gesetzen hatten, war ja eigentlich die Massenarbeitslosigkeit. Die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit war das Hauptziel von Gerhard Schröder. Nachdem die Auswirkungen dieser Reform sich etabliert hatten, haben natürlich sehr, sehr viele Wähler die Belastungen, die auf sie gegangen sind, weil sie eben zum Arbeiter- und Angestelltenbereich gekommen sind, direkt festgestellt und haben diese Belastung natürlich damit quittiert, dass sehr, sehr viele Leute dann die SPD verlassen haben, beziehungsweise eben die nicht mehr gewählt haben. Im Zuge dessen, mit der ersten Schwarz-Gelben, dann später mit der Großen Koalition, wurde diese Reformen immer weiter ausgebaut. Dinge wie sachgrundlose Befristungen haben Überhand genommen. Und selbst die Versuche, dort gegen anzuwirken, wie man es jetzt zum Beispiel sieht in der letzten Legislaturperiode, wo man versucht hat, Leiharbeit wieder zu begrenzen, das hat dazu geführt, dass dann Werkverträge ausgebaut worden sind. Es sind also Belastungen, die reinweg auf die Arbeitnehmer gehen. Und richtig ist natürlich, dass die Wirtschaft davon profitiert hat. Aber ich bin dafür, dass dieses Verhältnis wieder hergestellt wird, dass es wieder gleichmäßiger wird und dass die Arbeitnehmer, die jetzt eigentlich Realverluste haben, besser gestellt werden und nicht mehr allein die Zeche dafür zahlen. Also Sie sprechen da von sachgrundlosen Befristungen. Was fällt da genau alles drunter und in welchem Fall sind Befristungen dann also in sagen wir mal so, der klassische Fall einer Befristeten wäre zum Beispiel die Schwangerschaftsvertretung. Das ist eine ganz klare Sache. Jeder weiß, nach spätestens 3 Jahren gibt es die Möglichkeit zurückzukehren für die Frau. Und das sind Befristungen, die natürlich von vornherein im Arbeitsverhältnis klar sind, was die Bedingungen dort sind. So, es gibt Auftragsspitzen, wo man ganz klar sagt, diese Auftragsspitze muss abgearbeitet werden, dafür brauche ich Leute, dafür kann ich Leiharbeit einsetzen. Diese Leiharbeit kann befristet und soll auch befristet sein in den Bereichen. Soll nicht dazu führen, dass sie die sozialabgabenpflichtige Arbeit ersetzt, sodass man praktisch die Festangestellten bzw. Festbeschäftigten durch flexible Arbeitskräfte ersetzt, die dann in der Hire- und Fire-Mentalität einfach benutzt werden können. Okay. Sie setzen sich auch für eine Solidarrente ein. Grundsätzlich soll das bedeuten, dass 10%, die Rente soll 10% über der Grundsicherung liegen. Diese ist für Menschen gedacht, die langjährig einzahlen und im Alter eben unterhalb des Existenzminimums leben. Viele Experten halten aber mittlerweile das Rentenniveau schon nicht finanzierbar. Unter anderem fällt immer wieder das Stichwort Rente mit 70 aktuell. Wie soll denn dieses deutlich teure Renten, deutlich teure Rentenreform finanziert werden? Haben Sie da eine Idee? Also zu sagen, es gäbe nicht genug Geld, ist ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, die Wirtschaft boomt bei uns, die Einnahmen explodieren auch dort. Wir haben uns gerade, oder Frau Merkel hat sich gerade dafür ausgesprochen,
die Rüstungsaufgaben an die 2% anzugleichen, was meinem Kenntnisstand 21 Millionen Euro bedeuten würde, Milliarden Euro bedeuten würde in extra. Also das sind schon Summen, die schreiben sich von uns zu. Nein, realistisch gesehen ist es klar, wir können nicht an dem alten Rentensystem einfach immer weiter flicken und hoffen, dass es das wird. Die umlagefinanzierte Rente ist das, was am sichersten funktioniert hat über Generationen. Wir müssen uns überlegen, wie die Produktivität, die gesteigerte Produktivität, ihren Anteil an der Finanzierung des Sozialstaates mittragen kann. Das sind eigentlich die Herausforderungen, die wir haben. Wir werden einen veränderten Arbeitsmarkt sehen, in dem veränderte Arbeitsverhältnisse da sein werden. Die Jugend wird es, oder die jungen Menschen, sie gehören ja auch mit dazu, werden ein völlig anderes Arbeitsumfeld kennenlernen, wie ich es zum Beispiel kennengelernt habe. Mein Vater hat noch gesagt, so fängst bei Krupp an, gehst auch bei Krupp in Rente. Ich selbst habe es nicht geschafft, ich habe drei Berufe eigentlich gelernt in der Richtung. Also, und ihr werdet wahrscheinlich noch mehr verschiedene Tätigkeiten aufnehmen müssen, noch viel mehr Herausforderungen aufnehmen müssen. Das muss gestaltet werden. Und in Zeiten, wo die Tarifautonomie doch weiter ausgehöhlt wird, dadurch, dass eben große Arbeitgeber aus den Arbeitgeberverbänden austreten, Haustarifverträge anstreben, einzelne Berufsgruppen versuchen, ihre eigenen Abschlüsse zu machen, wird es immer nötiger, dass dann eben halt auch die Politik die Spielregeln dafür mitbestimmt. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern und den Sozialverbänden. Sie fordern auch eine starke Solidargemeinschaft. Ich habe ein Zitat von Ihnen empfunden. Sie haben gesagt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, mit Geld wird der Wert einer Leistung bemessen. Ja. Haben Sie gesagt, kritisieren aber auch gleichzeitig oder stellen in Frage, ob die Arbeit eines Managers wirklich mehr wert ist als die Arbeit eines, Sie haben gesagt, eines Menschen in den Jurawerkstätten. Ja, jetzt sagen die Jurawerkstätten nicht jedem was, ne? Aber es ist eine Behindertenwerkstatt. Ja, gut, ne? Genau. Also jeder leistet praktisch sein Bestes, aber es wird natürlich völlig unterschiedlich entlohnt. Natürlich. Ist es möglich, dass man in solchen Bereichen, nehmen wir jetzt mal die zwei Beispiele, wirklich eine finanzielle Gleichberechtigung hinbekommt? Und wenn ja, wie macht man das? Es ist keine finanzielle Gleichberechtigung. Aber ich muss auch nicht eine solche Schieflage erzeugen. Ich muss nicht auf der einen Seite haben Menschen, die in der Minute, wohlgemerkt pro Tag gerechnet, 16 Euro haben, egal ob sie schlafen, ob sie was essen oder das stille Örtchen besuchen. Und andere Menschen einen Stundenlohn haben, der in den 70-Cent-Bereich fällt. Also das ist ein Missverhältnis, was nicht wirklich solidarisch ist. Also da würde ich schon sagen, muss man was tun. Wir brauchen uns ja nur vorstellen, wenn wir sagen, wir arbeiten bis 70, dann kommen wir in die Situation, dass ich womöglich im Pflegebereich eine Pflegerin habe, die für einen Mindestlohn, der dann vielleicht bei 1600 Euro liegt, brutto, mit 70 dort steht und einen 80-Jährigen pflegen soll. Da sieht man schon, wie grotesk diese Vorstellung sein muss. Und welche Ansätze haben Sie da? Ich bin eigentlich dafür, dass wir uns sehr, sehr stark angleichen. Wir müssen die gesellschaftliche Wertschätzung der Arbeit ein bisschen verändern. Es darf nicht mehr Geld alles regieren. Geld ist nur ein Versprechen auf eine Gegenleistung. Wenn diese Gegenleistung nicht erbracht wird oder erbracht werden kann, ist Geld nichts mehr wert. Wir müssen also auch durchaus sehen, dass der Mensch der Ziel unserer Politik sein muss. Und damit geht es eben halt, menschenwürdig zu leben. Wir dürfen nicht eine gesellschaftliche Gruppe einfach abspalten oder mehrere Gruppen abspalten und damit meinen, das wäre alles in Ordnung. Das funktioniert nicht. Also zum Beispiel die Pflegeberufe. Ja. Wenn man sagt, wir sind eine Solidargemeinschaft. Wenn wir wollen, dass wir gut gepflegt werden, dann darf das nicht allein vom Geldbeutel abhängen. Genauso wie die Bildung. Die darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Genau, da kommen wir nämlich jetzt schon zum nächsten Thema. Gleichberechtigung beginnt ja eigentlich immer mit einem gleichberechtigten Zugang zu Bildung. Die SPD will Bildung gebührenfrei gestalten. Das bedeutet, die Summe von 30 Milliarden Euro ist gefallen. Dafür sollen kostenlose Kita-Plätze unter anderem und eine Steigerung der Bildungsqualität entstehen. Die Staatsverschuldung ist aber trotzdem auf einem Rekordtief, ist trotz Rekordtief bei Zinsen und Rekordhoch bei Staatsannahmen noch immer, hat sich das nicht in Luft aufgelöst. Wie soll das finanziert werden? Ähnlich, wie Sie gesagt haben, die Rentenreform. Ja. Sind es die gleichen Ansätze oder gibt es andere Lösungsansätze? Ich sage mal, es sind zwei Dinge. Das eine, für mich ist natürlich dabei, die Bildung ist die Basis dessen, was wir als Industrienation, wir sind ja eigentlich in dem Sinne keine Industrienation mehr. Wir haben ja kaum noch produzierendes Gewerbe in dem Sinne hier. Es wird immer weniger, es wird immer mehr ins Ausland verlagert. Das Einzige, was wir wirklich groß, gut und gerne verkaufen könnten, wäre unser Wissen. Das ist Bildung. Also die Ressource der Zukunft ist für uns Bildung.
Wenn wir dort nicht rein investieren, dann stehen wir ressourcenlos da. Ich glaube, das wird unser Staatshaushalt mit Sicherheit nicht sanieren, wenn wir ohne eine Ressource dastehen, die wir wirklich dann vermarkten können. Es ist auch die Herausforderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Wir haben Herausforderungen, die nicht unbedingt alle darauf gehen, dass wir immer mehr produzieren und immer mehr Leute damit ausbeuten, dass wir immer mehr Ressourcen ziehen müssen. Und das Ungleichverhältnis immer stärker verschärft. Das, was wir eigentlich erreichen müssen, ist dabei, dass die Herausforderungen, die Tätigkeiten, die Aufgaben, die wir sehen, auch in dem Bereich der Energiewirtschaft, in den Bereichen der nachhaltigen Lebensmittelerzeugung und so weiter, so gestalten, dass davon, ich sag mal, möglichst viele Leute Beschäftigung finden, möglichst viele Leute ihren Auskommen behalten und dass wir die Spitzen ein bisschen abbauen. Richtig heißt es Gewinnverzicht. Gewinnverzicht, ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage, mit der hat sich Martin Schulz vor kurzem sehr schwer getan. Vielleicht läuft es ja besser. Wie viel mehr soll einem Arbeitnehmer denn bleiben in der Steuerklasse 1 künftig nach dem Steuermodell der SPD, wenn er im Monat ungefähr 1.300 Euro verdient? Eine Summe zu nennen, ist mir jetzt tatsächlich unmöglich. Ja. Das ist also eine Geschichte, da bin ich auch nicht tief genug drin. Aber welche Vorteile zieht er? Also ich sag mal, die Vorteile sind natürlich bei der ganzen Bereichen, welche Arbeitsplatz habe ich, was für einen Grundverdienst habe ich, Schichtzulagen, habe ich keine Schichtzulagen, das ist alles sehr, sehr individuell gestaltet. Praktisch ist es eigentlich so dabei, es muss ein auskömmliches Leben da sein. Das kann an einem Standort wie München völlig anders sein von den Verdienstverhältnissen wie in einem Standort, ich sag mal, in Mittelfranken oder irgendwo in der östlichen Oberpfalz, wo das Mieten von Häusern noch möglich ist. Versuchen Sie mal in München ein Haus zu mieten, Sie kriegen gar kein Angebot. Also das sind so die Dinge, die wir mit betrachten müssen. Ich plädiere also ganz stark dafür, dass man sich wirklich anschaut, okay, wie muss eine Grundsicherung aussehen, wie kann ich eine Altersvorsorge finanzieren, wie kann ich meine Gesundheitsvorsorge finanzieren, wie komme ich wieder zu einer paritätischen Gestaltung, zum Beispiel von den Gesundheitsbeiträgen, dass nicht mehr der Versicherte die gesamten Zuschläge zahlen muss, sondern dass es wieder paritätisch aufgeteilt wird. Das alles entlastet dann. Und dann kommt die Situation, sprich, will ich Familie gründen, wie komme ich dann weiter in dem ganzen Bereich und wie kann ich mich entwickeln. Aber es muss auf jeden Fall entlastet werden. Es muss entlastet werden oder eben halt aufgestockt werden, in der Richtung aufgestockt, dass die Verdienste dementsprechend besser sind. Wir haben ja Tarifgehälter oder beziehungsweise Tariflöhne, die stagnieren beziehungsweise gefallen sind. Über die längere Frist ist immer eine Zeitfrage. Wenn ich mir das die letzten paar Jahre anschaue, 2 Jahre, dann haben die Gewerkschaften tatsächlich in vielen Bereichen wieder etwas mehr Lohn in die Tüte gebracht. Fakt ist, dass es aber über die längere Zeit, über 12 Jahre zum Beispiel, durchaus stagniert bzw. gesunken ist, während die Lebenshaltungskosten deutlich stärker angewachsen sind. Dieses Missverhältnis muss natürlich wieder ausgeglichen werden. Die Mietpreisbremse ist eigentlich, ich sag mal, durch die vielen Einschränkungen und Sonderregelungen und Dinge inzwischen zu ad absurdum geführt worden. Wir haben trotzdem Mietwucher, wir wissen trotzdem noch nicht, der soziale Wohnungsbau liegt eigentlich am Boden. Wir müssten eigentlich dort viel investieren, damit wir eine Voraussetzung schaffen können, dass junge Familien überhaupt erstmal wieder junge Familien werden können. Das ist der Geschichte. Mit einem prekären Arbeitsverhältnis kriege ich keinen Kredit, um mir dann eine Wohnung einzurichten. Ich kann mir kein Auto kaufen, mit dem ich pendeln kann. Ich kann schon gar nicht eine Familie gründen und ernähren, sicher ernähren. Also das fängt alles von unten nach oben an und zieht sich dann durch bis später in die Armut, Altersarmut. Ja. Wir hätten noch eine Leserfrage, das hat uns ein Leser zugeschickt aus Amberg. Der würde gerne von Ihnen wissen, die selbstgesteckten Klimaziele der Bundesregierung werden klar verfehlt. Welche konkreten Maßnahmen würden Sie ergreifen, um die deutschen Klimaziele doch noch zu erreichen? Also wir müssen auf jeden Fall die Nutzung der Braunkohle zurückfahren. Das ist eine ganz klare Geschichte. Schwierig wird es einfach dabei, die alternativen Energien und die Investitionen, die dort getätigt werden müssten, beziehungsweise speziell dort in die Speicherkapazitäten, die Speicherlösungen entsprechend zu entwickeln. Auch Klima ist wieder eine sehr umstrittene Bereich. Es gibt ja Leute, die streiten es komplett ab von der ganzen Dinge. Es gibt andere Dinge. Wenn ich mir also zum Beispiel anschaue, dass ein großer Beitrag aus der Automobilindustrie gerade der saubere Diesel sein sollte, und dann sehe, wie der Verbraucher, der guten Gewissens
sich einen solchen sauberen Diesel gekauft hat, wahrscheinlich auch sogar mit einem Zuschlag, weil er ein gutes Gewissen haben wollte, hat er sich diesen Diesel gekauft, jetzt sage ich mal ein böses Wort, beschissen worden ist. Ne? Und wie jetzt rumgeeiert wird, die technischen Lösungen, die es gibt, um den Diesel sauber zu machen, die sind ja da. Ist ja nicht so, dass man das nicht könnte, aber es kostet Geld. Dass diese Leute da rumgeeiert wird, das zu etablieren, den Leuten das zu ermöglichen, dass sie wirklich einen sauberen Diesel fahren, den sie eigentlich gekauft haben, dann muss ich sagen, an der Stelle, da muss die Politik deutlicher werden, ja. Muss man so. Also da muss eine gewisse Forderung da sein. Und dazu gehören dann zum Beispiel auch die Zulassung von Sammelklagen, damit man eben halt sein Recht auch wirklich durchsetzen kann als Verbraucher. Also das wäre dann auch was, wofür sich die SPD einsetzen würde. Ja, also das ist definitiv eine Sache. Etwas schwieriger wird es dabei, diese grundsätzliche Lösung, wenn wir sagen, okay, wer erzeugt welche Energie, für wen. Wir haben ja das Problem, wenn ich im ländlichen Bevölkerung schaue, kann ich durchaus in die Eigenversorgung mit Solarenergie sehen. Wenn ich ein Häuschen habe, kann ich meine Solaranlage aufs Dach bauen, kann mit einem Akkumulator, also sprich Akku, zum Beispiel, wie er in den Autos verwendet wird, durchaus Gleichrichter und technische Details brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber ich kann es zum Selbstversorger werden. Großteil zum Selbstversorger, ich kaufe nur das zu, was ich wirklich noch brauche. Hm. Jeder kann sich leicht vorstellen, in urbanen Geländen, also sprich in den städtischen Bereichen, Mietwohnungen und so weiter, ist das nicht möglich. Ja. Wenn jetzt eine Energiewende gemacht wird, wir transportieren den Strom von der Ostsee oder von der Nordsee nach hierhin und es nutzen nur die Leute, die in den Städten wohnen, dann haben sie neben den hohen Mietkosten auch noch hohe Energiekosten. Weil sie nämlich das Problem haben, dass sie ja alleine die gesamten Investitionskosten für diese Energieform und den Transport tragen müssten. Das ist so ein bisschen die Krux, die sich daraus ersteht. Da sind mit Sicherheit noch viele Diskussionen erforderlich. Okay, erzähl ich nur bitte an Sie. Wir haben jetzt ein paar Begriffe gesammelt. Und wenn Sie einfach kurz zu den Stichpunkten kurz sagen, was Ihnen spontan einfällt. Einfach in einem Wort am besten, in einem Satz am besten. Ich versuch's. Okay. Große Koalition oder bunt gemischt? Große Koalition ist immer schädlich für den kleineren Partner. Hut ab? Verbinde ich jetzt verhältnismäßig wenig mit zu, muss ich zusagen. Okay, gar nichts? Ist ja nicht also, schlimm, wenn nicht. Also wenn, dann würde ich Hut ab am ehesten sagen, ich ziehe vor den Ehrenamtlichen meinen Hut. Sie sind eine tragende Säule. Wenn ich mir vorstelle, diese ganze Migration, die ganze Flüchtlings, Welle, also die Flüchtlingsaufkommen, was zu uns gekommen ist, wäre nicht zu bewältigen gewesen. Und wenn Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, hätte es eigentlich heißen müssen, ihr schafft das. Das waren die Ehrenamtlichen und die Kommunen, die die Hauptlast getragen haben. Und das ist aller Anerkennung wert. Erdogan, Retter der deutschen Flüchtlingspolitik? Ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Je mehr man darüber redet, umso mehr wird der Mann protegiert. Er lebt in einer eigenen Welt, in einer eigenen Vorstellungsblase. Egal wie wir argumentieren, er sieht immer nach dem Motto viel Feind, viel eher für sich ein Ding. Trotzdem muss man versuchen, irgendwo eine Basis zu finden im Sinne der Türkei. Und man muss immer bedenken, 50% der Bevölkerung haben ihn nicht gewählt. Knappe 50% leider. Wenn es mehr als 50 gewesen wäre, hätten wir nicht. Aber wir wissen auch nicht, wie das Wahlergebnis zustande gekommen ist. Es ist einfach eine Geschichte, es ist sehr, sehr schwer. Ohne Dialog wird es nicht gehen. Wir werden einen Weg finden müssen, mit den ausgleichenden Kräften in der Türkei ins Gespräch zu kommen. Lügenpresse. Killer-Argument. Das würde ich immer dann verwenden, wenn ich kein Argument mehr habe und jemand totschweigen will. Wenn ich mich zu etwas nicht äußern will, dann sage ich nach dem Motto, ich brauche mehr Details oder schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit oder das ist nur Ihre Meinung. Das sind so diese Killerphrasen, die man in den Rhetorikkursen lernt und Lügenpresse ist ein Schlagwort, was man liebend gerne nutzen kann, um alle zu diskreditieren. Pulverfass Nordkorea. Ähnlich. Okay, jetzt der Vergleich zwischen Erdogan und Kim Il-sung ist natürlich sehr weit. Aber die Provokation, die Art und Weise der Selbstdarstellung und der Selbstbeleuchtung dieser beiden Herrscher ist sehr, sehr ähnlich. Nur, dass
ich sag mal, der Machtanspruch und das Säbelrasseln bei Kim Jong-un natürlich in Nordkorea noch schlimmer ist. Und ich befürchte leider, dass sich Leute wie Herr Trump davon provozieren lassen. Das ist einfach die ganze Geschichte, dass die wirklich sehr, sehr stark da sind. Ich frage mich wirklich, wer liefert ihm die Materialien, dass er eine Wasserstoffbombe bauen kann, dass er die Raketen bauen kann. Da müssen wir vielleicht mal eher die Finger drauflegen. Soziale oder asoziale Medien? Die Medien sind eigentlich der Neutralität verpflichtet und schreiben sich das selber auch auf die Fahne. Deswegen ist für mich eigentlich der Begriff asozial oder soziale Medien schwierig. Richtig ist natürlich, dass das sogenannte Social Network, dadurch, dass es sich ja jeder Kontrolle eigentlich entzieht, praktisch alles zulässt. Jede Meinungsäußerung wird gepostet. Fantastisch finde ich, dass es Facebook schafft, innerhalb von wenigen Minuten jeden auch nur andeutungsweise nackten Busen aus dem System zu bekommen. Aber ein volksverhetzendes Statement bleibt da auf alle Ewigkeiten erhalten. Ansonsten habe ich festgestellt, Facebook hat es geschafft, die Unsterblichkeit zu erlangen, weil ich kann bei Facebook nicht sterben. Ich bleibe immer in den Archiven drin. Richtig. So in der Richtung. Also man sollte sehr, sehr vorsichtig damit umgehen und man sollte sehr vorsichtig damit schauen, was man postet und warum man was postet. Ich bin da also sehr, 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 sehr vorsichtig. Okay, eins hätten wir noch. Trumps Triumph. Das in einem Satz zusammenzufassen, ist hart. Ich würde mal sagen, da kann man sehen, was passiert, wenn man meint, man müsste eine Alternative oder einen Protest wählen. Dann wählt man etwas, von dem man vorher nicht weiß, was man nachher bekommt. Und wahrscheinlich weiß der Mann bis heute selber nicht, wie es geworden ist und versucht es jetzt in dem Stil, wie als Geschäftsmann agiert hat. Und das war schon fragwürdig. Okay, danke schön. Gerne.